Dimar, herzlichen Glückwunsch. Was für ein Turnier, was für ein Sieg. Was bedeutet der Erfolg in Magdeburg nach 2014 schon wieder? Ich glaube, das war vielleicht mein stärkster World Tour-Titel überhaupt. Mit einem komplett vollen Feld. Alle Chinesen waren da, okay, außer Malong, aber ja, sie waren sonst wirklich alle vertreten. Gegen Fan Shendong gewonnen und ja, gegen Timo im Finale, gegen Yan An. Es waren so schwere Gegner und ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Timo hat dann im Laufe des Spiels angefangen mit Rückhandaufschlägen. Da warst du kurz ein bisschen aus dem Konzept gebracht, oder? Ja, vor allem, weil er so stark danach gespielt hat. Oft, wenn man neue Aufschläge ins Spiel einbaut, dann ist es schwer, danach einen guten Rhythmus zu finden. Aber er hat auch wirklich ganz clever danach gespielt und hat mir das Leben ja, extrem schwer gemacht in dem Satz. Ich war eigentlich echt am Drücker, mit 4-0 schon 5-1 geführt und dann mehr oder weniger den Rhythmus verloren. Und ja, zum Glück habe ich dann einen guten Start im siebten Satz gehabt und die Aufschläge dann immer besser und besser pariert. 4 World Tour Titel, World Cup gewonnen, zum ersten Mal die Nummer 3 der Welt. Man kann schon sagen, dass das eigentlich, obwohl sie noch nicht ganz vorbei ist, die beste Saison deiner Karriere ist vielleicht sogar? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ungefähr bisher 8-9 Turniere gespielt und nur 2 Turniere nicht gewonnen, die Qatar Open und die WM. Ansonsten alle Turniere, an denen ich dieses Jahr teilgenommen habe, auch gewonnen. Das ist fast surreal, aber wenn man manchmal so auf so einer Welle nach oben ist, dann kommt viel zusammen. Ich habe sehr, sehr viele knappe Spiele gewonnen. Das Selbstvertrauen ist sehr, sehr hoch und ja, ich lerne viel aus den Spielen und ich hoffe, dass ich das Niveau so lange wie möglich halten kann und stabilisieren kann. Heute noch wenigstens Zeit, kurz zu feiern? Ja, vielleicht ein Glas Wein oder ein Glas Sekt gleich im Hotel, aber dann fahren wir auch schon wieder zu heute Abend zu meinen Eltern. Unsere Kleine ist ja bei meinen Eltern über das Wochenende gewesen. Wir freuen uns sehr, dann Emma wiederzusehen. Alles klar, danke.